Lehre am Ende denn des Kampf der Tanz der Drachen denn sterben. Also wir sollten die schon ein bisschen an die Buchvorlage halten, denn in dem Buch von George R. Martin wird geschrieben, dass Rhaenyra Targaryen am Ende durch Sonnenfeuer sterben wird. Und zwar wird sie von Sonnenfeuer gefressen, während Aegon dabei zusieht und ihr Kind auch dabei zusieht. Also muss eigentlich noch Sonnenfeuer am Leben sein. Sonst weicht das total von der Buchvorlage ab, was eigentlich ziemlich blöde wäre. Und in dem Buch von George R. Martin wird das auch beschrieben, hören Sie sich auch das Audible-Buch an, wird Sonnenfeuer noch eine sehr wichtige Rolle in dem Tanz der Drachen spielen, sowohl auf der grünen als auch auf der schwarzen Seite. Und zwar in der Buchvorlage steht nämlich drin, dass Rhaenyra durch Sonnenfeuer sterben wird. Und wenn in der Serie Sonnenfeuer tot sein sollte, der Drache, wie wird denn Rhaenyra denn sterben? Also das steht so in den Büchern schon drin. Also das wird das große Geheimnis sein bei House of the Dragon und noch mehr. Abweichung von der Buchvorlage. Und es ist schon ziemlich blöd, wenn sie sich nicht dabei eine Buchvorlage halten von George R. Martin. Denn in dem Buch von Feuer und Blut ist Sonnenfeuer noch am Leben. Und Rhaenyra wird auf folgende Weise sterben. Sonnenfeuer frisst sie dann auf und das wird ziemlich grausam sein. Also das ist noch grausamer im Buch geschrieben. Also ich möchte nicht auf Details eingehen hier. Und auf jeden Fall halten sie sich die von House of the Dragon nicht ganz an die Buchvorlage. Okay, sollten sie sich auch nicht ganz dran halten, aber auf jeden Fall wird im Buch einiges da anders geschrieben und am Ende wird da auch nämlich Sonnenfeuer eine wichtige Rolle spielen. Also warten wir jetzt mal erstmal ab und schauen uns am Montag die 6. Folge an. Es kommen nur noch 2 Folgen, 7 und 8, und dann war es schon mit House of the Dragon. Also von Anfang an fand ich schon sehr spannend, aber diese Buchabweichung finde ich ein bisschen störend, weil ich schon Feuer und Blut gelesen habe und das Finale von Tanz der Drachen endet damit, dass Rhaenyra von Sonnenfeuer gefressen wird und dabei Aegon dabei zuschaut. Also warten wir erst mal ab, was passiert in House of the Dragon, ob sie sich weitere Buchabweichungen sehen werden oder ob Rhaenyra anders sterben wird. Also das werden wir noch alles im House of the Dragon sehen. Also es kommen nur noch eine 3. und eine 4. Staffel, aber sagen Sie mir, wenn es noch weitere Staffeln gibt. Aber auf jeden Fall sind die Staffeln schon, ist die 2. Staffel schon echt gut gelungen. Also ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und abonnieren Sie meinen Kanal und schauen Sie sich weiterhin House of the Dragon an. Danke, tschüss.